Insgesamt 1412 Garnituren des Elektrotriebzuges EN57 wurden zwischen 1961 und 1993 für die polnischen Staatsbahnen, kurz PKP, gefertigt. Einsatzgebiet der Triebzüge war der Nahverkehr der großen polnischen Städte, insbesondere im Großraum der Danziger Bucht. Eine Zuggarnitur besteht aus zwei Steuerwagen sowie einem Mittelwagen. Scharfenbergkupplungen an den Führerstandsenden ermöglichen es, zwei oder mehr Triebzüge miteinander zu koppeln. Das Äußere der Züge war in der ersten Serie von Sicken unterhalb des Fensterbandes geprägt. Die Fronten verfügten in dieser Zeit über drei große Fenster. Der Einstieg in die Wagen erfolgt über markante, händisch zu öffnende Doppeltüren. Für die erste Modellumsetzung hat Pico ein Fahrzeug der frühen 1990er Jahre gewählt, dessen Äußeres überwiegend dem Ursprungszustand der Maschinen entspricht. Dementsprechend strukturieren feingravierte Sicken die Seitenwände des Modells. Unterbrochen werden sie durch separat eingesetzte Türen, deren Scheiben von innen bedruckt sind. Oberhalb der Sicken befindet sich das Fensterband mit perfekt bündig eingesetzten, mit Rahmen versehenen Fenstern. Beim Blick ins Innere der Wagen fällt die detaillierte Inneneinrichtung ins Auge. Die charakteristischen dreifenstrigen Stirnpartien der Steuerwagen wurden vorbildgerecht nachgebildet. Geätzte Scheibenwischer und Spiegel sowie separat angesetzte Warnhörner komplettieren das Bild. Ein weiterer Blickfang ist die Dachausrüstung auf dem Mittelwagen. Filigrane Leitungen und Isolatoren zeugen von hoher Modellbaukunst. Gleiches gilt für die Nachbildungen der Aggregate unter dem Wagenboden sowie die feingliedrigen Drehgestelle. Passende Kupplungen für die Bildung von Zuggarnituren aus mehreren Triebzügen liegen dem Modell bei. Auf der Anlage besticht das Pico-Modell durch hervorragende seidenweiche Fahreigenschaften. Die Antriebstechnik wurde im Mittelwagen zusammengefasst. Hier befindet sich auch der kräftige Mittelmotor, der seine Kraft über Kardanwellen auf alle vier Achsen überträgt. Zwei perfekt ausgewuchtete Schwungmassen kultivieren die Laufeigenschaften und zwei auf den mittleren Achsen diagonal angeordnete Haftreifen sorgen für zusätzliche Reibung. Ebenfalls im Mittelwagen befindet sich die Hauptplatine mit PLAX 22 Schnittstelle, welche eine unkomplizierte Digitalisierung ermöglicht. Bei den digitalen Modellen ist ab Werk ein PSD-XP Sounddecoder integriert. Für ein optimales Sounderlebnis verfügt der Triebzug über einen großen Lautsprecher und trägt das Siegel Pico Train Sound. Dzień dobry. Proszę przygotować bilety do kontroli. Unterschiedliche Lichtfunktionen setzen das Modell auch bei gedimmter Umgebung perfekt in Szene. Führerstands- und Instrumentenbeleuchtung sind digital schaltbar und wurden, ebenso wie die fahrtrichtungsabhängig weiß und rot wechselnde Frontbeleuchtung, in modernster LED-Technik ausgeführt. Wenn ein wichtiges Modell wie der EN57 erstmals als Großserienmodell in H0 erscheint, sind die Erwartungen hoch. Diese erfüllt das neue Pico-Modell souverän und setzt dabei neue Maßstäbe für Triebwagen in 1:87.